Berlin brauchte, ich bringe zwei verschiedene Lebenswelten, zwar die Lebenswelt der Schule und die Lebenswelt der Betriebe zusammen. Und unsere Aufgabe ist quasi, ein Netzwerk zu entwickeln oder einen Raum zu schaffen, wo halt beide Seiten sich kennenlernen können, beschnuppern können, aber auch gleichzeitig eine neue Gruppe mit aufnehmen, und zwar die Schüler selber, Schülerinnen selber, und denen dann die Möglichkeit geben, beide Lebenswelten nochmal anders kennenzulernen. Also was wir machen ist halt, dass wir gesagt haben, mit bestimmten Betrieben, dass die Einstellungsverfahren nicht gelten für die Jugendlichen. Sie gehen in das Betriebspraktikum, in ein sogenanntes Pilotpraktikum, und haben die Möglichkeit, in den 2 bis 3 Wochen, wo sie da sind, sich darzustellen und vorzustellen. Und da quasi zu zeigen, was sie drauf haben, das sind ganz viele, die was drauf haben, zu sagen, ich überzeuge nur durch den praktischen Lernort. Das optimale Auswahlverfahren gibt es nicht. Ich denke, es ist wichtig, jedes einzelne Auswahlverfahren an die fachlichen Ansprüche, die gestellt werden in der Ausbildung, anzupassen. Warum muss ein Jugendlicher, der Elektroniker werden will für Betriebstechnik, Goethe gelesen haben? Warum? Es sind ganz tolle Kids, wo ich denke, boah, die müssen so viel mitmachen, mittragen. Zum Beispiel war letztes Jahr eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, das ist echt viel. Hatte ich eine Gruppe, da waren ein paar von denen, die wollten unbedingt zur Polizei, haben sich beworben, haben das echt toll gemacht. Ein paar Wochen vorher hat es schon angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, etc. Ich hatte gefragt, warum, was ist denn das Problem? Haben die gesagt, wir lesen Zeitungen. Wir wissen, was über uns in den Zeitungen erzählt wird, und die Berliner Polizei hat gerade ein Problem mit uns. Aber die lernen für die Prüfung, die schreiben Bewerbungen, haben den Schulalltag sowieso, und gleichzeitig lesen sie, was da drin steht, und reflektieren das und denken, wir ziehen das auf sich und versuchen damit klarzukommen. Man arbeitet mit den Kids, man stärkt sie, sie werden selbstbewusst, können ganz klar definieren, warum sie etwas wollen. Und dann kommen sie in einen Punkt, wo sie sich nicht mehr willkommen fühlen oder nicht dazugehörig fühlen. Was eigentlich so unfair ist, weil sie doppelt so stark sein müssen wie andere, doppelt so viel schlucken müssen an ganz vielen Stellen, auch teilweise doppelt so viel ertragen müssen. Aber sie haben alle eine Chance verdient, ihr Potenzial zeigen zu dürfen. Und wir haben sowas von reflektiert und so starke Schüler und Schülerinnen, mit denen wir immer arbeiten, wo ich sage, seid nicht nur im Stillen laut, sondern nutzt das und geht raus damit.